Spieler beider Mannschaften, das wissen wir ja aus den vergangenen Begegnungen. Die wollen sich beweisen. Die wollen zeigen, dass sie gut in Form sind. Und wir können uns, glaube ich, auf eine packende Begegnung freuen. Ja. Ja, das sieht man gleich. Der hat das Auge für den Mitspieler. Ich glaube, da war keiner mehr dran. Abstoß. Gute Aktion. Achtung, da ist alles noch drin. Jetzt die Augen nur noch auf den Ball gerichtet. Und hier geht es gleich mal mit dem Eckball los. Ja, sie versuchen in Ballbesitz zu bleiben, deswegen Rückpass zum Torhüter. Gut gemacht vom Keeper. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindelig spielt. So, jetzt wird es gefährlich. Und jetzt muss er raus, der Torwart. Prima. Hat dem Stürmer im letzten Augenblick den Ball noch vom Fuß gespitzelt. Ja, das war klasse. Tja, schaut noch mal kurz zum Schiedsrichterassistenten raus, aber... es war wohl abseits. Und hier sieht man in der Wiederholung die Abseitsstellung noch mal ganz deutlich. Ja, super, wie er sich da durchsetzt, wie er sich da einsetzt. Und jetzt hat er alle Möglichkeiten. Der Ball hat da weit gepasst und gut. Gut aufgepasst, aufmerksam, die Situation... richtig eingeschätzt, den Ball zurückerobert. Das war schon ein klasse Zuspiel. Ja, das ist für mich eine Karte. Das ist überhaupt keine Frage. Der hat da nicht lange überlegen müssen. Das ist gelb. Ja, da kann er sogar froh sein, dass sich sein Gegenspieler bei dieser Aktion nicht verletzt hat. Die gelbe Karte geht völlig in Ordnung. Ja, bloß weg das Ding hier mit dem Kopf. Riesenmöglichkeit. Ja, mit mir machst du das nicht, hat sich der Verteidiger in dieser Situation gedacht. Ha, wunderbar gesehen. Und in der Abwehr steht er gut und hat den Ball gleich wieder zurückerkämpft. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Ja, und dafür hat er das Auge. Klasse gespielt. Da zittert die Latte, mein lieber Mann. Und Tor! Und der Jubel ist riesengroß. Sie wissen natürlich ganz genau, das war ein ganz wichtiges Tor. Ja, und hören Sie mal, was jetzt auf den Rängen los ist. Ein wunderschöner Treffer. Und er trifft unglaublich tatsächlich schon bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Verein. Und das Dribbling stammt anscheinend aus dem Lehrbuch für den Fußballsport. Und jetzt muss weg mit dem Ding. Weg! Ein schöner Pass in den freien Raum, genau auf den Mitspieler. Schöner Kopfball. Ja, da hat er sich vielleicht selbst gewundert über diese Distanz, aber ist gut gegangen. Kein Problem, einen solchen Flankenball abzufangen. Ein wunderbarer Pass.
Ja, Abwehr muss sich jetzt auf eine Flanke vorbereiten. Da brauchst du natürlich auch das nötige Glück in diesem Zweikampf. Aber das hat er gehabt. Ein Pass wie aus dem Lehrbuch. Ja, der Ball war im Tor aus, ganz klar, und das muss jetzt Abstoß geben. Und solche Ballverluste können teuer werden. Gute Kopfballtechnik. Präzise gespielt. Und jetzt kommt das Zuspiel nach vorne. Ja, und der ist drin und jetzt darf gejubelt werden. Was für ein Tor, was für ein tolles Tor. Ja, das geht schon in Ordnung. Sie haben sich diesen Ausgleichstreffer verdient. Oh, klasse, der lange Ball. Aber der Abwehrspieler rechtzeitig zur Stelle. Ja, durchaus beträchtlich. An die Latte und zurück ins Spiel. Kommt ganz sicher an der Ball und das bei der Entfernung. Der Verteidiger kann klären. Mühelos fängt der Keeper diese Flanke ab. Weg mit dem Ball. Erste Hälfte unentschieden, 1:1. Also ich muss sagen, ich habe selten ein so ausgeglichenes Spiel gesehen. Beide Teams hatten fast exakt die gleichen Spielanteile. Mal sehen, ob das auch in den zweiten 45 Minuten so bleibt. Die zweiten 45 Minuten können beginnen. Ah, klasse Aktion. Ja, niemand scheint ihn ernstlich angreifen zu wollen. Also macht er mal weiter und zwar im Alleingang. Jetzt hat er die Situation geklärt. Und das war schon toll, dieser Pass. Der passt! Oh, das ist unglaublich, diese Technik, ein klasse Tor. Und wie machen wir es jetzt? Knappe Führung, aber ist das jetzt richtig, schon auf die Defensive zu setzen? Und über diese Distanz, genau auf den eigenen Mann. Und klasse, wie er den Ball in die Spitze spielt. Also Freistoß gibt es auf alle Fälle. Und jetzt warten wir ab, ob es darüber hinaus auch noch die gelbe Karte gibt. Und so soll das aussehen. Weit nach vorne gepasst. Ja, da macht ihm keiner was vor. Das kann er ganz gut aus der Distanz das gegnerische Tor in Gefahr bringen.
Oh, das war clever gepasst. Ja, und ich glaube, jetzt überlegt der Schiedsrichter ganz kurz, zeig ich da eine Karte oder nicht? Klare Sache für den Schiedsrichter, er zeigt gelb. Ja, damit haben jetzt schon zwei Spieler gelb gesehen, jetzt müssen sie aufpassen. So, die Spieler wärmen sich am Rande des Spielfeldes auf. Anscheinend will der Trainer hier zumindest eine Auswechslung vornehmen. Super, wie sie den Ball zurückerobert haben. Das war blind nach vorne gespielt. Die Chance, dass der ankam, war eher gering. Also der Ball scheint ihm förmlich am... Hat nur noch den Torwart vor Augen. Ja, warum denn nicht? Ja, das wird der Trainer mit ihm üben. Ja, da hätten sie die Führung gut und gerne ein bisschen ausbauen können. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. Ja, und der Pfiff des Schiedsrichters erfolgt hier völlig zu Recht, es gibt Freistoß. Ja, und jetzt muss er neue Impulse setzen, der Trainer. Und womit macht man das? Mit einer Auswechslung bringt einen frischen Spieler auf den Platz. Und das sieht klasse aus, was die da unten spielen. Und das war ganz eng jetzt. Ja, mit dem Wechsel musste man eigentlich rechnen. Und der neue Mann hat jetzt die Gelegenheit, ein paar Akzente zu setzen. Und daraus könnte was werden. Jetzt sucht er den Abschluss. Ganz knapp geht der Ball vorbei. Dass sich doch eine Reihe von Spielern da am Rande der Seitenauslinie warm machen. Und da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, und wie er den Ball da weiterleitet, sofort, das sieht schon gut aus. So, und dafür bekommt der gefaulte Spieler einen Freistoß zugesprochen. Und da schaut der eigene Torhüter dumm aus der Wäsche, aber er kann nichts machen. Eigentor. Ja, und ich glaube, diese unglückliche Aktion, die müssen wir uns jetzt nochmal anschauen. Oh, das war ein denkbar schlechter Zeitpunkt für ein Eigentor. Wenn jetzt nicht noch ein Wunder passiert, dann war es das. Ja, wie ich sehe, machen sich da eine Reihe von Spielern neben der Seitenlinie warm. Da wird mir jetzt wohl gleich mindestens eine Auswechslung geben. Das war ein richtiger Zuckerpass. Ja, da lässt er den Ball laufen. Klasse Zuspiel. Der Ball segelt in den 16er. Gut, per Kopf in die Offensive weitergeleitet. Klasse und das über diese Entfernung. Und er hat einen guten Distanzschuss. Und von der Latte zurück ins Spiel. Ja, Tor, Tor, der ist drin. Ja, das ist doch ein immens wichtiges Tor. Jetzt werden die letzten Minuten noch spannender. Das ist unglaublich. Alle waren sie vorne, hinten das Tor. Das war überhaupt nicht mehr abgesichert. Und jetzt ist es der Torwart selbst, der den Ball im gegnerischen Kasten versenkt. Was für ein Treffer. So, mindestens eine Auswechslung steht bevor. Das scheint so gut wie festzustehen. Denn wir sehen die, ja, klasse, wie der Abwehrspieler da mitgespielt hat. Den Ball noch abfälscht.
Ja, ganz souverän, ganz locker rausgespielt der Erfolg. Und mit dem Spiel und natürlich auch mit dem Resultat können Sie mehr als zufrieden sein. So, liebe Zuschauer, das war's. Ich glaube, zu der Partie ist alles gesagt. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und verabschieden uns. Wir, das sind Sebastian Hellmann und Tom Bayer. Bis dann.